diese Welten, die man eintaucht, das sind Traumlandschaften, die durchaus durch Erfahrungen aus dem absurden Theater oder aus diesem Umfeld geprägt sind, aber die sozusagen nicht psychologisch erschöpft beantwortet werden. Deswegen hat uns das auch interessiert, darüber zu schreiben. Also gewisse Konstellationen, die vorkommen, sind für uns noch immer ein gewisses Rätsel und werden natürlich auch durch Inszenierung irgendwie ausgedeutet, aber die Hauptfigur verstehe ich selbst noch nicht wirklich. Die Herausforderung war eigentlich, hier und da eine eigene Sprache zu schaffen. Wir waren uns schnell einig, dass wir mit dem normalen Deutsch nicht mehr zurande kommen, was diese Oper betrifft. Also wir müssten an Stellen kommen, wo wir eine Kunstsprache entwickeln. Weil unser Hauptheld, Viktor, der also ein bisschen anders ist als die anderen, der kann natürlich auch kein normales Deutsch sprechen. Der hat überhaupt mehrere seltsame Manien, die sich nicht alle ganz auflösen lassen. Aber wenn man mit anderen Menschen redet, es gibt eigentlich kaum Menschen, der nicht irgendwie seltsame Angewohnheiten, Manien hat. Die Fähigkeit von Durst, die ich im deutschsprachigen Autorenumfeld wirklich einzigartig finde, ist wirklich mit wenigen Strichen unglaublich viel zu sagen und wirklich Bedeutungsräume aufzureißen. Und das ist für einen Komponisten insofern ganz toll, weil Komponisten ja das dann hernehmen können und ausdeuten oder persönlich färben. Und auch meine persönliche Färbung hat versucht, jetzt nicht eine Eindeutigkeit entstehen zu lassen. Schön ist die Kunst. Sie will nichts von mir. Und ich will nichts von Ihnen. Was wir da zu hören bekommen, ist wirklich, wirklich unerhört im gewissen Sinne. Es ist hier und da ein wirklich besonders, also ein absolut neuer Stil im Opernbereich. Das ist, wie gesagt, ja gewissermaßen ein Traum und den muss man lange in sich dann später wälzen, deuten, selber dechiffrieren. Im Grunde muss man, wenn man unsere Oper gesehen hat und recht fein aufgepasst hat, anschließen zum Traumdeuter. Tauben lassen ihre flüssigen Weisheiten auf dich zurück, wie feurige Sturzbäche auf den Flanken der menschlichen Antilopen.